Herzlich willkommen zu diesem neuen Video, Leute. Wir sind schon wieder auf dem Wasser, wie ihr seht. Und mit dabei habe ich Flo, mein Fitnesscoach. Und der hat noch nie einen Hecht gefangen. Beziehungsweise auch noch nie einen Barsch, oder? Hast du schon mal einen Barsch gefangen? Nur so groß, aber ist nicht so das zählt nicht. Das heißt, wir schauen mal, dass wir heute den Flo hier auf einem richtig, richtig geilen Hecht sehen, zu seinem allerersten Hechtguiden. Ich hoffe, es wird was. Wetter ist top. Wir fangen jetzt direkt mal an, würde ich sagen. Also, bitte, Bro. Ganz nach dem Motto: dicke Arme, auch dicke Fische. Also, der ist es erstmal. Es ist ein Gummifisch. Also, der funktioniert, du schmeißt den aus. Und dann quasi kurbelst du den einfach langsam durchs Wasser und der so eine Aktion und paddelt dann durchs Wasser. Ich zeige gleich nochmal genau wie, aber ich glaube, der soll es auf jeden Fall bringen heute. Genau, also hier ist jetzt das Vorfach, so ein hechtsicheres Vorfach quasi. Extra ein dickes Monofiles quasi. Nehmen wir den hier rein und ja, dann lässt den so, siehst du, der sinkt relativ schnell ab eigentlich. Ja. Und wenn du den so in der Geschwindigkeit kurbelst. Ja. Das sieht so real aus, krass. Auch die Flosse so hinten. Genau, die Bremse ist relativ zu. Was wir jetzt machen ist, der Köder ist relativ schwer, also geht schon ein bisschen an die Grenze von der Ruhe. Das heißt, du kannst jetzt nicht so übelst rausknallen, ja, sondern immer so ein bisschen mit Gefühl. Und wenn er dann drin ist, dann wartest du so ein, zwei Sekunden. Ja, und dann ist es langsam. Und dann so. Und dann in dem, gleichmäßig oder gleich? Also ganz gleichmäßig, so in dem Tempo einfach. Okay. Und irgendwann machst du ein ja. So ungefähr. Und der schwimmt jetzt unter Wasser. Ja, weil tendenziell angelt man gerne zu schnell, also man kurbelt zu schnell ein. Aber eigentlich ist es besser, so gerade beim Gummifischangeln, wenn du eher ein bisschen langsamer angelst. Ja, das hinterherkommen und ein bisschen einfache Beute ist einfach, als wenn der so vorbeidüst. Bist du so ein bisschen die Technik und immer versuchen, so einen Schilf ranzuwerfen eigentlich. Manchmal siehst du auch, dass ein Hecht hinterherkommt so. Und dann kannst du versuchen, den hier vorne noch so ein bisschen so spielen zu lassen und dann knallt er manchmal noch auf. Echt? Du hast es schon gehabt? Ja, schon oft gehabt. Los gestartet, jetzt kommt meine Kombo. Ich habe hier, ein Fliegenvieh auf der Hand. Eine neue Rolle, allerdings viel zu wenig Schnur drauf, wie man sieht. Einfach weil ich habe die bespult und habe ich gemerkt, dass ich viel zu wenig Schnur gekauft habe. Da passt richtig was drauf, wie auf die Ambassadeur von Abu Garcia. Von daher muss es für heute reichen, aber ich werde auf jeden Fall noch mehr Schnur drauf machen, weil so sieht es ja ein bisschen komisch aus, obviously. Hieran mache ich mir jetzt erstmal, glaube ich, einen kleinen Swimbait. Und dann schauen wir mal, dass wir uns hier entschneidern können. Ich fange erstmal mit dem kleinen Fischchen an. Gucken, ob der was bringt. Ziemlich geiles Sekor. Wollte ich schon immer mal testen. Oder Flo, sagst du dem? Laser. Den würdest du schon fast in die Pfanne hauen für Protein, oder? Passend zu deiner Brille, würde ich sagen, ja. Den Kollegen mal hier ran, dann geht es los. Boah, krass. Oha. Was? Der Bau ist ein wichtiger, richtiger Fisch. Bro, das war ein Biss, ne? Alter. Das war ein Biss. Gucken, ob er hinterherkommt. Siehst du ihn hier vorne? Hier, schau. Vorne kommt er. Der sieht halt so crank aus, ne? Geht gut los hier. Erster Wurf. Mit der neuen Rolle. Ich muss mich erstmal ein bisschen einwerfen. Direkt ein Biss, ey. Geil. Echt? Ja, geil. Manchmal schwimmen die hinterher. Oh, da ist ein Hinterdeim, da ist ein Hinterdeim. Fetter Bro, holy shit. Bro, der ist big. Wirf hin. Finn. Der hat einen Meter. Holy shit. Hast du den gesehen? Ja. Bro, das war eine Maschine. Kurbel ein, schmeiß runter und versuch den hier jetzt nochmal zu catchen. Heute ist, glaube ich, guter Tag zum Angeln. Direkt jetzt am Anfang schon so eine Sichtung. Schon stark. Das sind auf jeden Fall aktiv, die Fische. Manchmal liegen die auch einfach am Grund, weißt du, siehst den ganzen Tag nicht einen Fisch. Digga, so ein Einschlag, Alter. So Leute, den ersten Nachläufer hatten wir, ihr habt es gesehen. Flo meinte noch, ey, da war irgendwas. Also der Fisch ist wahrscheinlich gegen den Gummifisch so ein bisschen angestoßen und ist dann weiterverfolgt. Und wir haben den Fisch dann direkt vor dem Boot gesehen. Dann ist er vor dem Boot abgedreht, aber war ein richtig fetter Hecht. Also was hatte der? Vielleicht 90, vielleicht sogar einen Meter. Richtig, richtige Maschine. Gutes Zeichen auf jeden Fall für die ersten 20 Minuten Angeln hier. So richtig wollen sie nicht, aber wir sehen auf jeden Fall krass viele Fische. Also hier haben wir zum Beispiel die Brassen gesehen, die ihr jetzt seht. So Leute, die Brassen haben wir schon mal gefunden. Schon mal nicht so schlecht. Das war schon mal sehr gutes Zeichen, weil wenn die Brassen sehen, sind die Hechte nicht so weit. Aber es ist eigentlich noch eine heiße Phase, also Fisch kann jederzeit kommen. Wir müssen einfach weiter durchziehen. So, ich habe jetzt mal gewechselt auf die Barsch-Kombo. Das erste Mal die
neue Barschrolle hier am Fischen, hab da jetzt einen kleinen Mad Max dran, tieflaufende Variante. Wirft sich eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen, also bin echt happy damit. Macht Spaß, können auch mal die ersten Barsche ran. Ein paar Barsche habe ich hier unten schon schwimmen sehen, kleiner allerdings nur, aber vielleicht kommt ja auch ein großer vorbei. Hechtmäßig ist auf jeden Fall gerade ein bisschen schwieriger, voll die Mittagshitze. Ich denke, wir haben noch 2-3 Stunden Zeit, dann wird das angekündigte Unwetter kommen. Kurbel, immer Druck drauf lassen, nicht locker lassen. Oh. Geil, Mann. Oh. Komm hier rüber, profilieren hier links lang, hier links in Kescher, Bro, hier links in Kescher. Yes! Ja! Ja! Finally! Also der Flo hat ja noch nie einen Hecht gefangen, deswegen zeige ich jetzt mal ganz kurz, wie man den handelt. Wir haben den Fisch jetzt gelandet im Kescher und die Rute abgelegt und vor allem die Rolle aufgemacht, also dass die Schnur abziehen kann, falls irgendwas ist. Und dann fliegt die Rute nicht mit dem Fisch irgendwie rum. Ja, wir schauen jetzt als allererstes mal, wo der Fisch den Haken sitzen hat. Während dieses Prozesses auch nicht anfassen, weil wenn der jetzt zum Beispiel ausschlitzt oder so und der Haken in meiner Hand geht, ist natürlich scheiße. Ne? Das heißt, wir fassen den erstmal hier am Nackengriff an. Jetzt nicht während der Haken noch im Maulbereich ist in die Kiemen rein, das wäre viel zu früh, sondern um den einfach nur zu halten und zu gucken, wo der Haken sitzt. Nackengriff, nehmen die Zange, die wir uns vorher schon zurechtgelegt haben. Wenn wir den Fisch so hier am Nackengriff haben quasi, einfach hinter den Kiemenbögen, dann können wir mit der Zange versuchen, den Köder hier rauszuholen. Schauen, wo der hängt. So, jetzt haben wir den schon frei. Wenn wir den Fisch jetzt halten oder präsentieren wollen, man geht hier am alleräußersten Kiemenbogen, ganz außen. Nicht zwischen die anderen, weil die sind messerscharf, sondern ganz außen hier rein mit dem Zeigefinger und kann hier mit dem Daumen, ihr seht, hier ist mein Zeigefinger, Daumen, Zeigefinger, dieses Häutchen so festhalten. Und dann kann man den Fisch mit der anderen Hand stützen und dann kann man den quasi schön präsentieren. Tut sich und dem Fisch selbst nicht weh. So ein bisschen, wie man den Hecht handelt. Und genau. Mal die sexy Perspektive. Das ist ein Fisch, Bro. There we got the first one. Erster kleiner Hecht. Das war sehr geil. GoPro lief leider gerade nicht, aber sagen wir so, wir haben jetzt ein paar Stunden geangelt, sind ins Wasser gesprungen und es scheint so, als hätten die Fische richtig Lust. Der Kleine ist eindeutig untermaßig. Er kommt natürlich sofort wieder zurück in sein Element. Hol deine Mutti. Dachtest du? Hast du nicht gesehen? Ich hab kurz auf die Uhr geschaut. Hab einen. Ehrlich? Fisch oder was? Ja. Geil, Mann. Flo, Macher. Sehr schön. Ja! Ja! Hol ihn ein, Bro. Noch ist er nicht gelandet. Ja, deswegen freue ich mich nicht. Noch ist er nicht gelandet. Chill. Der ist auf jeden Fall deutlich größer. Puh, Digga. Geiler Hecht. Der will noch nicht. Stabiler Fischflo. Richtig gut. Alter, läuft bei dir heute. Ich hab gesagt, in der Bucht kommt noch einer. Bro, der ist fett. Buh! There we go! Nice. Ey, Glückwunsch, Alter. Richtig nice. Schöner Fisch. Ey, Hammer. Ich hab's fast nicht mehr gedacht. Es ist jetzt Mittag. In ungefähr einer Stunde kommt's Gewitter. Wir sind jetzt nochmal in die Bucht, wo wir vorhin die ganzen Nachläufe hatten. Und hier kam er jetzt. Schöner 80er. Und ja, Flo ist Pumper. Ihr seht's, der braucht seine Proteine. Der Kollege kommt also mit. Ich denke, er hat so realistisch 78. Gute Speisegröße ist auf jeden Fall Durchschnittsgröße an dem Gewässer. Hier gibt es ein paar richtige dicke Oschis drin. Von daher holen wir ihn jetzt mal raus. Mega cool, ey. Geil, Petri, Mann. Richtiger Hecht. 70 plus Hecht auf jeden Fall. Der kann sich schon mal sehen lassen. Ja, Mann. Schön Proteine, Alter. Geile Proteinquelle. Schön natürlich. So wollen wir das. So wollen wir das. Hammer. Ich sage, der hat 73, sage ich. Okay, ja, also 65 war ein bisschen unrealistisch, aber sagen wir mal 70. 70 sagst du? Okay, ich sag 73. Mal gucken, wie groß dein PB ist. Zack, 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 zack. 75. Nice, Mann. Geil, Mann. Geil, Mann. 75, Bro. 75, Alter. Ja!
So, wir hören das Angeln jetzt an dieser Stelle auf. Da hinten kommt ganz schön dunkel, es soll gleich übelst gewittern. Von daher packen wir es jetzt. Noch schnell Boot zusammenbauen, Fisch ausnehmen, filetieren. Los, happy, ich bin happy. Yes. Geile, schöne Session hier auf dem Schlauchboot. Also, ab an Land, jetzt geht's los. Fisch haben wir schnell filetiert, habt ihr gesehen. Ohne Filetiermesser gar nicht so easy gewesen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Vielen Dank für die ganzen Abos. Mega, mega geil. Läuft richtig gut gerade. Macht viel Spaß. Und dann sehen wir uns nächste Woche zum neuen Video. Unbedingt einschalten, Kommentar da lassen. Macht's gut. Ciao, ciao.